So, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich hier ein Video am Start mit der Überschrift Unterhaltskosten für einen BMW M. Kauft euch einen. Die Überschrift an sich finde ich schon mal Schwachsinn, meiner Meinung nach. Ich muss ja sagen, das heißt ja im Endeffekt inhaltlich, egal was für ein M, kauft euch einen. Man kann ja ein M allgemein nicht über einen Kamm scheren. Ich meine, ob ihr jetzt ein M140 habt oder ein M2, das könnt ihr nicht mit einem M5 oder M6 vergleichen. Ich meine, da gehen die Preise auf jeden Fall nochmal getrennte Wege. Ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach mal kurz das Video an. Bewertung ist nicht wirklich gut. Ja, ich würde mal nicht länger rumfackeln. Schauen wir uns das Video an und let's go. Kauft euch solche Autos, wenn ihr Spaß habt oder Lust habt, sowas mal zu fahren. Es ist nicht verkehrt, wie gesagt, die M3 E92, vielleicht jetzt nicht das erste Modell gleich, sondern ja, so 2010er Baujahr mit nicht so viel Kilometern, dann habt ihr lange Freude dran. Wartungen gehen, ja, jedes Auto muss gewartet werden. Klar sind die Kosten relativ hoch, aber bei BMW geht's noch. Ich habe die Erfahrung, dass bei Audi einfach alles teurer ist, Audi, VW, einfach alles immens teurer. Ich habe da bei meinem M5, wie gesagt, 550 Euro für den Kundendienst komplett. Bei meinem M3 F80 war es 370, glaube ich, oder 380 Euro. Absolut okay, kann man nicht meckern. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, solche Autos, die gehen ja noch, M3, E92, wie gesagt, 30 Riesen, da gibt es schon einigermaßen was für das Geld. 35 gibt es gute. Habt ihr richtig Fun dabei. Und am Ende bleibt es doch nur ein Auto. Wenn ihr es mal habt, egal was für eins ihr davon euch kaufen müsst, der TTS oder 9 M4, ist ja egal. Wenn ihr es mal habt, ist wie mit dem Spielzeug immer klein ist. Wenn man es dann mal hat, endet es irgendwann mal in der Ecke. Bei mir ist es auch so, ja, der Porsche 997er Turbo von mir, den habe ich gekauft. Jetzt habe ich nach 1,5 Jahre knapp 900 Kilometer habe ich drauf gefahren. Das Auto lässt sich einfach nicht. Sieht geil aus, aber. Bruder, in 1,5 Jahre 900 Kilometer. Das mache ich ja in einer Woche. Also ohne Spaß. Ich bin einer, der sowieso viel fährt, aber wozu kaufst du dir ein Auto, wenn du dann mit nicht fährst? Das gibt schon mal gar keinen Sinn. Zum Fahren ist es einfach brutal. Nicht einmal ganz 9 cm Bodenfreiheit vorne an der am Spoiler. Das kann man zwar hochheben, ja, aber du kannst ja dann ständig an jedem Humpel mit dem Noselift rumfahren. Wenn ihr Bock habt, solche Autos, es geht, lasst euch nichts erzählen, dass es hier mit Unterhaltskosten, ja, du kannst dir so ein Auto leisten, aber die Unterhaltskosten, ja, dann gehst du zu dir zugrunde. Stimmt auch nicht. Jedes Auto kostet schlussendlich. Da ist es halt, wie viel fahrt ihr, wie viel Kilometer macht ihr. Wenn ihr 1000 Kilometer im Monat macht, dann ist es beim M3 ist 92, wenn ihr einigermaßen fahrt, rechnet mit 25 bis 30 Euro auf 100 Kilometer. 25 Euro kommt ihr, denke ich mal, hin. Das sind 250 Euro im Monat. Okay, und dann halt Versicherung, müsst ihr euch vorher informieren, was sowas kostet, was wie ihr eingestuft seid, das ist ja individuell. Dann geht es eigentlich, finde ich. Wertverlust ist halt fast keiner mehr da, relativ gering. Also ich weiß nicht, ob wir zumindest in meiner Jugend zu viel fahren, aber der redet hier von 900 oder 1000 Kilometer. Also ich fahre auf jeden Fall einiges mehr und ja, aber leisten kann man sich das trotzdem, das stimmt auf jeden Fall. Aber es kann natürlich immer auch was passieren, ich meine hier ein Reifen kaputt oder was weiß ich, kann immer was kommen. Für 30 ein kauft, ich denke in 2-3 Jahren, 4 Jahren kriegst du immer noch 25. Ja, also wie gesagt, solche Autos, wenn ihr Lust habt, kauft euch solche Autos. Irgendwann einmal nach einem halben Jahr habt ihr sie einfach. Das wird euch wahrscheinlich, also bei mir ist es so, nicht mehr so erfreuen, aber deswegen wechsle ich sie auch. Also es war jetzt kein ultimativ informatives Video hier von dem jungen Mann. Also Punkt 1, das Video hat mal gar nicht weitergeholfen. Ja. Im Endeffekt müsst ihr jedes Auto individuell aus für euch speziell auch ausrechnen, was es euch in etwa kosten wird. Ich meine Versicherung,
Finanzier- oder Leasinggebühren, was kommt noch dazu? Tank natürlich, da kommt es echt drauf an, wie viel ihr fahrt. Und meinetwegen noch Wartung und so weiter. Ich meine, ein Service müsst ihr ja alle, was weiß ich, paar tausend Kilometer machen oder alle 2 Jahre. Ja, Ölwechsel und so weiter. Und ja, es kann ja auch mal etwas kaputt gehen, da wird es halt teurer. Aber das weiß man nie. Ja, im Endeffekt klingt ganz einfach, wie es hier formuliert. Relativ sinnfreies Video, aber in dem Sinne würde ich mal sagen, folgt mir auf Instagram, abonniert mich auf YouTube und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.